Säckingen. Bereits um 1.57 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Säckingen am Dienstag, dem 18. August 2020, zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Kurz nach 8.30 Uhr wurde sie zu einem Industriebetrieb an die Mumpfer Fährstraße alarmiert. So schnell wie die Einsatzkräfte der Trompeterstadt vor Ort waren, konnten diese auch wieder abrücken. Laut einer Mitarbeiterin des Betriebes war es ein Fehlalarm. Bereits in der Vergangenheit hatte eine Spinne ihr Netz über den Rauchmelder gesponnen, welches ihn dann zum Auslösen brachte. Was dieses Mal den Alarm auslöste, ist jedoch unbekannt. Der dritte Einsatz des Tages war in der Innenstadt von Bad Säckingen. Um 17.33 Uhr war das Ziel der Einsatzkräfte eine ausgelöste Brandmeldeanlage in der Schützenstraße. Laut Polizeiangaben konnte als Auslösegrund ein im fünften Stockwerk der Logerbe eingedrückter Handmelder ermittelt werden. Durch die Erkundung des Atemschutztrupps konnte aber weder Rauch noch Feuer festgestellt werden, wodurch auch laut Einsatzbericht der Feuerwehr dieser Einsatz zügig beendet war. Kurz nach der Rückkehr vom dritten Einsatz des Tages wurde die Feuerwehr um 18.07 Uhr erneut alarmiert. Laut Einsatzbericht wurde sie zu einer Gasmessung in die Basler Straße angefordert, da der Verdacht auf ausgetretenes Faulgas bestand. Wenn Ihnen mein Nachrichtenvideo gefallen hat, ich freue mich auf ein Däumchen nach oben. Sie haben übrigens die Möglichkeit, den Kanal Schwarzwald TV kostenfrei zu abonnieren. Dazu einfach rechts unten aufs Logo klicken und die Glocke aktivieren nicht vergessen. Bei Schwarzwald TV erfahren Sie regionale Nachrichten aus den Landkreisen Waldshut, Lörrach, Freiburg, Breisgau Hochschwarzwald und Emding, aus der naheliegenden Schweiz, bei Großlagen aus dem Elsass und aus der Umgebung um Tuttlingen. In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Beitrag und tschüss. Danke fürs Dabeisein und weg bin ich.